Okay. Hey Eon, du siehst in den letzten Tagen immer mehr und mehr wie Valos aus. Apropos Valos, kann ich zu dem? Eingang nach Arona, zu Arona, für Arona, Eingang Arona. Ich muss versuchen, die Welt zu retten. Was soll ich jetzt tun? Was war es doch, das Valos gesagt hatte? Man muss die Erlaubnis von Ältesten bekommen, um den Kilia-Schrein zu betreten. Ich sollte jetzt zum Ältesten gehen. Ah ja. Na gut, dann gehen wir halt hier zum Ältesten. Welches Haus gehört dem Ältesten? Ich denk mal ganz oben neben der Kirche. Es wird Sinn machen. Dass der Chef so ganz oben ganz wichtig wohnt, oder? Hier zum Beispiel. Muss kein großes Haus sein. Schauen wir mal. Ja, das Haus eines älteren Mannes. Aber ob das jetzt der Älteste ist, ist nicht ganz klar hervorgehoben. Ja, verstehe. Du machst dir Sorgen um Valos. Du bist sehr mitfühlend, wie ein echter Sohn. Valos hat dich wundervoll erzogen. Warum hat Valos mich wie sein Eigen aufziehen wollen? Ich denke, ich sollte dir alles erzählen. Du bist alt genug, um die Wahrheit zu erfahren. Es war während einer Zeit, als wir noch viele Luftschiffe hatten. Du wurdest vor einer Kirche ausgesetzt. Ich hatte keine Ahnung, warum du das Zepter hattest. Ich habe dich zu mir nach Hause gebracht. Ein paar Jahre später hat Valos dich in seine Familie aufgenommen. Er hatte seinen Sohn in einem Unfall verloren. Daher hat er dich aufgezogen wie seinen eigenen Sohn. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich ihn besser. Valos hat dir gesagt, dass du zum Kilia-Schrein gehen sollst, bevor er verschwunden ist. Aeon, du musst jetzt entscheiden, was du jetzt tun willst. Aber zuerst denke ich, du solltest nach Hause zurückkehren. Alles klar. Hast du hier was in den Töpfen? Ein Hühnchen. Vielleicht macht's ein gutes Abendessen aus. Aeon, warum essen die Leute Hühnchen? Ich esse nur Gemüse. Weil du lecker bist, du Vogel. Ein Enkel, bitte, bitte heirate mich. Wie? Was? Was bist du für ein schräger Vogel? Oh, du bist es, Aeon. Ja. Die Enkelin. Ach, ich wünschte, ich könnte eine Despot-Piratin sein. Mimi, 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 ich gehe nach Hause. Despot-Piraten. Tja. Was will man schon machen? Außer nach Hause gehen eben. Tun wir das mal. Tja, Marcia hieß sie, oder? Ich habe die Namen noch gar nicht richtig drauf. Die lassen wir einfach mal in der Kirche stehen. Die wollte ja eh ihre Ruhe. Oder auch nicht. Aeon, warte! Ah, ist hier. Der Älteste sagte, du wärst auf deinem Weg nach Hause. Ich verstehe, dass dies nicht mein Schicksal ist. Ich wünsche mir nur den Frieden und dass die Länder weiterleben können. Der Priester hat mir von Valos erzählt. Er weiß Bescheid über die Waisen und die Ruinen. Aeon, ich würde gerne mehr über die Liftverse herausfinden. Kann ich mit dir kommen? Ja, klar, komm mit. Aber Asia, ich bin mir nicht sicher, dass ich dir irgendwelche Hilfe sein kann. Nein, es ist meine Mission. Du musst mich nur dorthin bringen. Danke. Okay, gehen wir. Gut, gehen wir. Wie ist das mit der Karte geregelt? Ah, so ist das geregelt, okay. Valos Haus hier auf der anderen Seite. Okay. Na gut. Valos Haus. Ah, ja, bitte warte hier auf mich. Ich muss mir etwas ansehen. Alles klar. Okay. Ah, und ob was in den Fässern ist, ne? Ne, in dem nicht, aber in dem war was drin. Oh. Eine Quelle der Macht gefunden. Meine LP haben sich erhöht. Ey, geil. Ich habe einen Energiecontainer mehr. Ist ja Porno. Lecker, lecker. In Valos Haus. Ist er zu Hause? Valos, Valos, bist du hier? Sieht nicht so aus, aber da liegt ein Brief. Er ist nicht hier. Sieht aus, als hätte er was auf dem Tisch gelassen. Oh, es ist eine Notiz von Valos. Lieber Aeon, entsprechend meinen Nachforschungen liegt das Geheimnis, um unser Land zu retten, auf dem Friedhof der Weisen. Aber um es zu finden, muss ich den Kilia-Schrein auf der Spitze des Berges betreten. Ich gehe jetzt zum Kilia-Schrein.
Es gibt noch so viele Dinge, die ich dir beibringen wollte. Leider ist mir die Zeit ausgegangen. Von jetzt an bist du auf dich selbst gestellt. Doch hier ist ein Rat. Es ist über den grünen Kristall, den du am linken Arm trägst. Ich glaube, dass dies das uralte magische Zepter ist, das vor langer Zeit verloren ging. Wer auch immer es besitzt, hat die Fähigkeit, bestimmte Gegenstände zu duplizieren. Sogar vergangene oder zerbrochene oder kaputte Gegenstände können in ihrer originalen Form repliziert werden. Auch wenn du kein Leben replizieren kannst, erlaubt es die Kommunikation mit den Verstorbenen. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch existiert, und ich bin mir nicht sicher, warum du es hast. Du verdienst es. Es war eine Ehre, dich als meinen Sohn großzuziehen. Als du dein Leben riskiert hast, um diese Vögel zu retten, habe ich eingesehen, wie sehr auch du eine Zukunft verdienst. Ich bin jetzt auf dem Weg, um sicherzustellen, dass du eine Chance auf ein langes und reiches Leben haben wirst. Sollte ich nicht zurückkehren, bitte sei stark. Wahllos. Oh, ich gehe besser noch etwas Wasser holen. Oh, es ist doch so schwer, sich daran zu gewöhnen, dass Wahllos weg ist. Und hier im Keller? Oh, du hast Wahllos wissenschaftliche Notizen, Nachforschungsaufzeichnungen gefunden. Sie beinhalten Informationen über das Zepter. Das Zepter hat die Fähigkeit, jedes Objekt durch einen Prozess des Merkens, also der, ja, Gedächtnis eben, Merken in dem Sinne, zu replizieren. Die Person, die das Zepter besitzt, hier sind einige Seiten rausgerissen. Ich frage mich warum. Viele Gegner zu besiegen, wird die Menge an Kraft, die gespeichert ist, erhöhen. Allerdings, wenn du verwundet bist, benutze Magie oder andere Gegenstände, oder du wirst alle gespeicherte Macht verlieren. Während du jeden Gegner besiegst, wird die Kraft, die im Kristall gespeichert ist, sich erhöhen und die Farbe ändern. Während du mehr Gegner tötest und deine Kraft sich erhöht, kannst du die Kraft freilassen und stärkere Gegenstände bekommen. Aber einfach zufällige Gegner zu besiegen, wird es dir nicht erlauben, die besten Gegenstände zu bekommen. Du musst mehrere stärkere Gegner besiegen. Manchmal verursacht ein spezieller Gegner oder ein ganz besonderer Ort, dass die Macht des Zepters sich verteilt. Verschwindet vielleicht? Hoppa, Entschuldigung. Benutze es vorsichtig. Die Beschreibung endet hier. Ja, jetzt bin ich da nicht so ganz schlau geworden, muss ich sagen. Wahllos ist raus. Naja, okay, ich wäre fertig. Was ist los, Aeon? Du siehst blass aus. Tut mir leid, Asya. Wahllos ist zum Kilia-Schrein gegangen. Es könnte sein, dass er nie mehr zurückkehrt. Verstehe. Ich hoffe, es geht ihm gut. Mein Vater hat mich auch mal zum Kilia-Schrein mitgenommen, als ich noch ein Kind war. Ich erinnere mich an einen sehr lauten Lärm und einen grellen Lichtblitz. Ich glaube, das war ein Teil der Anhebezeremonie. Wir könnten versuchen, Wahllos dabei zu helfen, den Friedhof der Weisen zu finden. Lass uns gehen, ich will Wahllos finden. Okay. Jetzt gehen wir auf den Berg. Arona. Wahllos Haus. Ah, ich kann nach oben drücken. Kilia-Schrein. Dies ist der Kilia-Tempel. Corki und ich werden nachschauen und erforschen, was darin liegt. Asya, du solltest hier mit Erlim warten. So lange, bis wir Wahllos finden. Kilia-Schrein. Ah, mal ein richtiger Dungeon, oder? Schauen wir mal, was ist das hier? Das ist nix. Ich habe immer noch nicht meinen Mana aufgefüllt bekommen. Och, was machst du jetzt schon wieder, doofe Kuh? Hier ist der Eingang zum Kilia-Schrein. Mein Vater Zora hat mich hier vor langer Zeit hergebracht. Was für ein seltsamer Ort. Glaubst du, Wahllos ist hier durch reingegangen? Es tut mir leid, Aeon. Ich konnte dort nicht alleine warten. Ich hatte Angst. Als mein Vater mich hierher mitnahm, erklomm er die Treppen zum Altar. Einen Moment später wurde ich von einem Lichtblitz ohnmächtig. Und jetzt glaube ich, es war ein Teil der Liftfers-Zeremonie. Oh, danke, dass du mir das erzählst, Asya. Aber ich glaube nicht, dass wir beide reingehen sollten. Lass mich erstmal alleine alles ansehen. Du wartest hier auf mich. Aeon, bitte mach's nicht. Ich spüre große Gefahr. Keine Sorge, Asya. Ich werde bei ihm sein. Alles klar, Aeon. Lass uns gehen und diesen Altar finden. Gut.
Vielleicht ist er hier oben. Komm schon, Aeon. Lass uns mal ansehen, da oben. Bums. Autsch, da scheint eine Barriere zu sein. Eine starke Kraft verhindert, dass wir dort hochgehen. Tut mir leid, daran habe ich mich nicht erinnert. Geht's euch beiden gut? Ja, mir geht's gut, aber dieser Platz ist voll, dieser Ort ist voller versteckter Gefahren. Geh nicht weit von hier weg. Ja, okay, ich weiß, ich werde hier warten. Aeon, sei vorsichtig. Ja. Oh, wenn du hier weitergehst, gehst du zurück zu Erlem. Willst du zurück nach Erlem? Nee, will ich nicht. So, hier kann ich hier dann rein. Anscheinend, oder? Hier links ist nichts. Dann gehen wir hier rein.